Hi, hier ist wieder deine Steffi und ich danke dir jetzt schon von ganzem Herzen, dass du mir wieder dein Vertrauen schenkst, dass du wieder eingeschaltet hast und dir Zeit für dich nimmst. Heute soll es um das Thema meines Schmetterlings gehen. Unter diesem Video findest du eine PDF, die ich dir empfehle auszudrucken und ich erkläre dir jetzt einfach, wie du genau mit dieser PDF arbeiten kannst. Hi, hier ist wieder deine Steffi und heute soll es für dich um das Thema gehen, wie du von der Raupe zum Schmetterling wirst. Was genau meine ich damit? Wir alle kommen auf diese Erde, das ist meine Wahrheit und meine Wahrnehmung, als vollkommen göttliches Wesen und du hast alles in dir. Du hast alles in dir und hast es aber vergessen. Du landest sozusagen als göttliches Wesen und klatschst, so sage ich das sächsisch, auf die Erde. Und kriechst, sag ich mal, die ganze Zeit am Boden lang und lernst niedere Gefühle kennen wie Scham, Schuld, Neid, Hass, Trauer, Eifersucht und all die Dinge. Vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Und irgendwann gibt es in deinem Leben einen Punkt, in dem musst du dich gegen übelsten Widerstand aus diesem Kokon rauspressen und entfaltest erst dann deine Flügel, entfaltest erst dann das, was in dir steckt und wirst sozusagen zu diesem Schmetterling. Und jetzt habe ich vor einiger Zeit ein PDF dazu erstellt, was ich in meinen Coachings sehr, sehr oft einsetze und das dir definitiv helfen kann, deine Innenwelt kennenzulernen und vom Unbewussten in den bewussten Teil zu switchen. Also stell dir einfach mal vor, du malst einen großen Schmetterling. In die Mitte von dem Schmetterling schreibe ich immer ich. Da bist du reines Bewusstsein. Wenn du jetzt, wo du hier sitzt, dir die Augen mal schließt und in dich hineinfühlst, dann bist du einfach nur. Es ist vollkommen egal, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du alt oder jung, schwarz oder weiß bist, vollkommen buggy. Du bist einfach nur reines Bewusstsein. Und jetzt bist du aber wissentlich oder unwissentlich in die Dualität inkarniert. Das heißt, du hast immer entweder oder. Aber wenn du beides zusammennimmst, dann wird die Sache erst wieder rund. Also, wenn du dir jetzt den Schmetterling vorstellst, ja, du malst den linken Flügel, den rechten Flügel, in der Mitte bist du. Und über den Schmetterling schreibst du einfach die Handbremse, die du in dem Moment gerade lösen willst. Zum Beispiel, wenn ich mit meinen Klienten erörtere, wo stehst du in deinem Leben, dann nehme ich also wirklich den linken Flügel, da kommen lauter Pluszeichen rein. Und da steht jetzt beispielsweise finanzieller Engpass, dort steht Beziehung, so okay leben, da steht vielleicht eine gesundheitliche Herausforderung und da steht Beruf scheiße oder nicht so erfüllend. Also ich bitte meine transformatorische Ausdrucksweise zu entschuldigen, aber du kennst das ja schon von mir. Also das wäre praktisch der linke Schmetterlingsflügel. Und wenn du dann gedanklich zurückgehst, dann erkennst du sehr schnell, dass das genau das ist, was du als Kind kennengelernt hast, was also deine Komfortzone ist. Stell dich einfach kurz nochmal in deine Kindheit zurück und sieh, dass du da auf dem Teppich sitzt oder stehst im Wohnzimmer deiner Eltern oder der Bezugsperson, die du hattest. Und alles, was die zu dir sagen und was die übers Leben sagen, das fließt in dein kleines Gefäß hinein. Und das wird sozusagen in unserem Unterbewusstsein gespeichert und du hast, wenn du erwachsen bist, selten Zugriff auf das, was also in deinem Unterbewusstsein drin ist. Oder erinnerst du dich an Sätze, die du mit 3 Jahren gehört hast? Ganz ehrlich? Also ich nicht. Es sind meistens ganz einschneidende Erlebnisse, die vielleicht mit 4 oder 5 Jahren so massiv eingegriffen haben in dein Leben, dass du sie behältst. Jetzt geht es aber darum, das Leben zu verändern. Du willst ja nicht das, was im unbewussten Teil ist, die ganze Zeit wiederholen. Und die Aufgabe deines Unterbewusstseins ist es aber, dich zu beschützen vor allem, was unbekannt ist. Und da kommen wir jetzt zu dem rechten Schmetterlingsflügel. All das, was unbekannt ist, ist für dein System potenziell gefährlich. Also, du schaust einfach, was in dem linken Schmetterlingsflügel steht und machst da mal einen Kreis drum und erinnerst dich vielleicht, was du in deiner Vergangenheit erlebt hast.
Und wenn du raus willst aus dieser Komfortzone in den rechten Schmetterlingsflügel, dann darfst du dir bewusst machen, was das Gegenteil von dem linken ist. Wenn hier zum Beispiel steht links finanzieller Engpass, dann steht hier drüben bei den meisten finanzielle Fülle. Und da gibt es den nächsten Punkt. Die wenigsten Menschen wissen, was überhaupt finanzielle Fülle oder finanzielle Freiheit tatsächlich bedeutet. Da steht einfach nur, ich will finanzielle Fülle. Und ich sag dir was, wenn du genau das machst, dann wirst du das niemals erreichen können, weil das einfach viel zu unklar ist. Es steht ja niemand im Universum, sage ich immer, der irgendwas in die Tüten verteilt, die du dann erhältst, sondern alles ist Schwingung, alles ist Energie. Und du ziehst genau das in dein Leben, was aus deiner Innenwelt herausstrahlt. Also in dem Moment, wo du ganz genau weißt, was du tatsächlich an finanziellen Möglichkeiten jeden Monat in deinem Leben haben willst, kann das Universum liefern. Also mach dir an dieser Stelle bewusst, was sind deine Einnahmen? Was genau sind deine Ausgaben? Was hast du vielleicht in dich schon investiert? Das ist nämlich etwas, was dir niemand nehmen kann. Und das sollte auf der Habenseite stehen, als Wertigkeit für dich. Und dann kannst du ganz genau festlegen, okay, finanzielle Freiheit bedeutet, dass deine passiven Einnahmen deine Ausgaben übersteigen, ohne dass du dafür arbeiten musst. Und dann weißt du ganz genau, was brauchst du denn tatsächlich in dem rechten Schmetterlingsflügel, um finanziell frei zu sein oder um finanziell in Fülle zu leben. Das ist gar nicht so, dass man immer diese Million haben muss, denn die meisten Menschen haben überhaupt keine Vorstellung davon. Und deswegen an dieser Stelle ein Lob an dich, dass du hier dabei bist und dir das wirklich reinziehst. Ganz, ganz klar, lege fest, was du finanziell im Monat für dich in Anspruch nehmen willst und dann kann das Universum liefern. Wenn du zum Beispiel hier stehen hast, Beziehung so okay, dann stell dir die Frage im rechten Schmetterlingsflügel, was soll denn in meiner Beziehung sich verändern? In der Beziehung zu mir selber, in der Beziehung zu meinen Kindern, zu meinem Chef, in der Beziehung zu den Familienangehörigen. Also zum Beispiel Partnerschaft. Ich bin so glücklich und dankbar dafür, dass ich in einer harmonischen, wertschätzenden Partnerschaft bin, mit gegenseitiger Achtung und geilem Sex beispielsweise, wenn das für dich wichtig ist. Wenn du hier zum Beispiel stehen hast, okay, ich bin nicht gesund, dann darfst du im rechten Schmetterlingsflügel stehen haben. Ganz genau. Ich bin so glücklich und dankbar dafür, dass ich einen vollkommen gesunden Rücken habe. Und so weiter und so fort. Ich glaube, du hast das Prinzip verstanden. Und wenn du dir jetzt die beiden Flügel anschaust, dann ist es an dir, ganz genau zu schauen, wo habe ich denn meinen Fokus? Bin ich immer in der Vergangenheit, im linken Schmetterlingsflügel? Oder trainiere ich eben jetzt den rechten Schmetterlingsflügel, nämlich das geile Leben im Sinne von geil mit AI für ganz angekommen im Leben. Und wenn du dir bewusst machst, dass du eben von der Raupe zum Schmetterling wirst, dann darfst du dir immer wieder klar machen, dass du das, was du tatsächlich in deinem Leben haben willst, trainieren darfst. Denn das andere kannst du schon. Also mach dir ganz bewusst anhand der 5 Schritte der Veränderung immer wieder Bewusstsein erschaffen, Verständnis erlangen, Loslassen des Alten, Neuausrichtung und dann einfach tun. Wenn du in deiner Mitte bist, dann hast du beide Flügel in deinem Leben. Dann weißt du, das Vergangene ist da und die Zukunft ist da. Das, was ich nicht mehr will, ist da und das, was ich will, ist da. Aber du entscheidest mit deinem Fokus permanent, ob du nach links switchst oder nach rechts. Und das ist extrem wichtig, das nennt man auch emotionale Fitness. Ne? Dass du weißt, okay, das kann ich schon und das will ich. Und jetzt sage ich immer zu meinen Klienten, leg dir ein Stoppschild zu. Ich habe sogar so kleine Kärtchen gemacht, die du dir da hinlegst, wo du immer bist. Und sobald du in dieses alte Denken rutschst, musst du irgendwas haben als Anker, was dich daran erinnert, dass du ja das Neue einstudieren willst. Also stopp, lösche das Programm, ich denke neu. Wenn ich zum Beispiel früher gedacht habe, oh Gott, schaffe ich das alles finanziell? Dann habe ich sofort gesagt, stopp, ich lösche das Programm, ich denke neu, weil ich habe genau aufgeschrieben, was ich im Monat einnehmen darf, um finanziell frei zu sein. Und jetzt mittlerweile hat sich das so eingespielt in meinem Leben, dass ich also ziemlich schnell merke, wenn ich in diese alte Energie rutsche. Also ich bin permanent in dem Flügel,
Ich verteufle aber meine Vergangenheit nicht, denn die gehört also unzweifelhaft zu dir. Du entscheidest jedoch immer, bist du im Alten oder bist du in der Neuausrichtung. Okay? Also dieser Schmetterling, der kann nur fliegen mit zwei Flügeln. Und ich gehe sogar weiter und sage, du kannst, wenn du ein Schmetterling bist, auch mal deine Flügel hinten zusammenklappen und einfach mal innehalten. Aber dann bist du tatsächlich in deiner Mitte und bist bei dir. Und das ist ganz wichtig, dass du eben nicht im Außen rumsprühst, sondern dass du immer wieder zu dir zurückkommst und aus deiner Mitte, aus deiner Kraft heraus dein Leben kreierst, entweder in die oder in die Richtung. Okay? In dem Wissen, dass alles da sein darf. Denn wir sind hier auf der Erde, um Gefühle zu fühlen. Jetzt habe ich mich versprochen. Und es ist nicht wichtig, dass du irgendwas wegschiebst von dir. Denn wenn du einen Teil von dir wegschiebst, dann geht der Rest hinterher. Stell dir mal vor, du bist dieser Schmetterling und du lehnst deine Vergangenheit ab. Was passiert mit dem anderen Teil? Ganz genau, der rutscht auch mit dahin. Und das vergessen die meisten Menschen. Also nimm deine Vergangenheit, sieh sie als Schatz, als Geschenk, die dein Überleben gesichert hat. Und dann mach das geilste Leben immer daraus. Wenn du zum Beispiel deine Vergangenheit heilen oder bereinigen willst, dann empfehle ich dir das Video, das ich zuvor aufgenommen habe, zum Thema Heile deine Kindheit. Okay? Also klick einfach auf das andere Video, schau dir das an. Das ist extrem wertvoll. Ich mach's dir mal bewusst am Thema Partnerschaft, okay? Wenn du zum Beispiel eine Frau bist und du hast in deinem Leben Männer, die aggressiv sind, die vielleicht viel trinken, die nicht in ihrer Kraft sind und so weiter und so fort, dann liegt es oftmals daran, dass du in deiner Kindheit eben einen Vater hattest, der abwesend war, der nicht für dich da war, der vielleicht, weil er nicht in seiner Kraft war und nicht wusste, was er mit seinem Leben anfangen wollte, viel getrunken hat oder auch Drogen genommen hat oder geraucht hat, viele essen, manche haben Sexsucht und lauter solche Dinge. Das sind alles Sachen, die du in deinem Bestand, in deinem Unterbewusstsein abgespeichert hast und du ziehst automatisch in deinem Leben eben genau solche Männer in dein Feld. Nicht, weil du es nicht verdienst, sondern weil in deiner Innenwelt, im Unterbewusstsein, das eben abgespeichert ist. Und irgendwann im Leben stellst du dir die Frage, wieso habe ich jetzt zum dritten Mal den gleichen Typ Mann in mein Leben gezogen? Und dann erst beginnt die eigentliche Arbeit im Sinne von dein Leben selber kreieren. Du musst dir dann bewusst machen, woher kommt das? Also du erschaffst praktisch erstmal dieses Bewusstsein, stopp, den Typ Mann kenne ich doch. Dann hast du ein Verständnis und denkst, okay, ich kann gar nichts anderes wissen, weil ich habe ja nur das in meiner Vergangenheit erlebt. Dann kannst du das loslassen, kannst dich neu ausrichten. Nimmst dir zum Beispiel vor, mal alles zu notieren, was du an Männern gut findest. Also ich kann von mir ausgehen, ich habe früher ein Buch gehabt, weil ich hatte auch extrem spannende Erfahrungen zum Thema Mann und Vater. Dann habe ich mir ein Buch genommen, wo ich reingeschrieben habe, was ist an Männern gut. Da habe ich tatsächlich mir Notizen gemacht für mein Unterbewusstsein, wenn mir jemand die Tür aufgehalten hat, wenn jemand nett war, wenn mich jemand angelächelt hat und so weiter. Und das empfehle ich dir, damit du dein Bewusstsein schärfst und dir ganz klar machst, was willst du denn in deinem Leben sehen? Welcher Mann soll es denn sein? Okay? Und nur über dieses Bewusstsein, dieses Verständnis, das Loslassen und dieses Neuausrichten und dann permanent das Neue einstudieren und trainieren, kannst du das tatsächlich in dein Leben ziehen. Ich erlebe das immer wieder bei Klienten, die sehen zum Beispiel an ihrem Mann nur den Makel. Und es braucht manchmal eine ganze Weile, bis ich den begreiflich mache. Hey Baby, du siehst an diesem Mann nur das, was in deinem Unterbewusstsein aus deiner Kindheit gespeichert ist. Wenn ich diesen Mann anschauen würde, ich würde völlig andere Dinge sehen mit meinem Bewusstsein von heute. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich dich bitte, also hör dir ruhig diesen Part nochmal an, weil das ist extrem wichtig. Wir können im Außen nur das sehen, was in uns angelegt wurde. Und jeder schaut mit seiner Brille, also mit seinem Erfahrungsschatz
auf die Dinge, auf die Menschen dieser Welt. Deswegen finde ich extrem geil, diesen Schmetterling immer mal wieder anzuwenden. Also druck dir den ruhig 5-mal, 10-mal aus. Und immer wenn du merkst, es kommt irgendein Thema in dir hoch, dann schreibst du oben drüber über den Schmetterling das bestimmte Thema. Dann erörterst du im linken Schmetterlingsflügel, was alles bekannt ist, was kennst du alles dazu. Das ist dein Unterbewusstsein, deine Komfortzone. Und dann trägst du in den rechten Schmetterlingsflügel ein, was du tatsächlich willst. Und jetzt kommt das Allerwichtigste. Dein Unterbewusstsein hat ja die Aufgabe, dich zu beschützen. Dich sozusagen im Überlebensmodus zu halten. Und du musst deinem unbewussten Teil jetzt sagen, hey Baby, ich bin auch sicher, wenn ich das erlebe, was in dem rechten Flügel drinsteht. Dann kann dein Unterbewusstsein durch viel Training oder auch wenig Training, es kommt ganz drauf an, wie offen du bist, kann dein Unterbewusstsein begreifen, okay, ich gehe jetzt raus aus der Komfortzone und bin auch sicher, wenn ich beispielsweise das Neue in mein Leben ziehe oder wenn ich eben meine Komfortzone um diese neue Erfahrung erweitere. Weil es eben merkt, dir geht es auch gut, wenn du eben einen tollen Mann an deiner Seite hast, beispielsweise. Das könnte man jetzt natürlich für die Männer umswitchen mit dem Thema Frau. Da verzichte ich jetzt drauf. Ich denke, das kriegst du als Mann ganz sicher hin. Also, das war mein Schmetterling. Wenn du dazu Fragen hast, melde dich einfach bei mir. Schau auf meiner Internetseite unter www.steffichristian.com. Du findest mich bei Facebook, bei Instagram, bei TikTok. Okay? Und ich bin immer bereit, deine Fragen zu beantworten. Du kannst dir einen Termin buchen. Und ich empfehle dir natürlich unbedingt, nochmal an dieser Stelle, diesen Schmetterling dir auszudrucken und immer wieder zu verwenden, weil du wirst sehen, das geht extrem schnell, dass dein System das umstricken kann in dir und du bist ab sofort nur noch glücklich, weil du eben weißt, deine Vergangenheit gehört zu dir, du musst aber nicht permanent eintauchen, sondern du kannst jetzt das Leben erschaffen, von dem du immer schon geträumt hast, indem du einfach diese emotionale Fitness trainierst, okay? Das war wieder deine Steffi. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, deine Aufmerksamkeit, dass du mir Vertrauen geschenkt hast. Und wenn du das Video cool findest, dann like es bitte und teile es mit deinen Freunden. Okay? Bye bye, bis zum nächsten Mal.